Hallo, herzlich willkommen, Morning Talk, der 4.12.15. Hallo. Er ist auch mal wieder dabei. Ja. Wie heißt du? Hab ich schon ganz vergessen. Ich bin der Timo, hallo. Der Timo, ja. Guten Tag. Schön, hier zu sein. Ja. Ich bin großer Fan ihrer Werke, in denen ich auch mitspiele. So. Cool. Warum habe ich dich eingeladen? Weiß ich nicht. Weil wir unterwegs waren und gesündigt haben. Ich weiß nicht, haben wir gesündigt oder... Ja. Nee, ich habe auch schon Weihnachtskäufe mitgetätigt. Ich muss da reingucken, ich gucke da rein. Ja, hier ist der zweite Monitor. Das kompliziert mit den 5 Bildschirmen. Hier so, Moment. Na, hier oben sind ja auch schon 2 und da unten steht auch noch einer. Ja, für was ist der da unten? Für deinen Hund, der nicht existiert. Für Experimente. Ich. Ja. Nun. Hallo. Hey. So, soll man es gleich zeigen? Ja. Okay, dann zeig. Soll ich den auch zeigen? Ja, hier. Zeig du den mal. Ganz alter Comic, den habe ich ihm jetzt geschenkt. War nicht so. Den habe ich doch auch mal bekommen bei einem Loot Crate oder Loot Chest, irgendwas davon. War der dabei. Ach stimmt, schaut euch das Video an. Genau. Es ist ein ganz alter Comic hier. Spider-Man und die Rächer. Da waren die Avengers noch nicht so berühmt, da haben sie sich gedacht, ey, wir schreiben da oben Spider-Man hin und die Rächer und dann passt das. Das irritiert mich voll, weil da jetzt gerade ein Chat offen ist, als wären wir hier live oder so. Müsstest du auch mal machen, Live-Morning-Talk. Live-Morning-Talk. Guck's mir an, nicht, da schlafe ich noch. Gut, Live-Morning-Talk. Dankeschön. Ja, Herr Pracalone. Wir fangen damit an, oder? Oder sollen wir zuerst damit anfangen? Ist mir egal. Nee, fangen wir erst damit an und dann erzählen wir kurz die Geschichte, weil das haben wir ja nicht. Okay, hier, ich habe mir die Serie geholt. Das kann man abmachen zum Glück, also nicht wundern. Das ist die Limited Edition. Limited Collector's Edition. Limited Collector's Edition. Hier. Ich mache es jetzt zum ersten Mal auf, also nicht wundern. Hier. Das tue ich mal weg. Und dann kann ich es richtig zeigen. Das ist nice. Hier. Das ist cool, sogar hinten. Das ist geil. Ich mach das mal, halt mal. Mach das mal auf und guck mal, wie das ist. Wenn man das überhaupt aufmachen kann. Meine Mutter würde jetzt sagen, wie, dass sie nur 3 Folgen auf einer Disc. Ja, guck mal, das ist aber nicht schön verarbeitet hier, guck mal. Das ist unerhört. Nee, ich glaube, das ist mit Absicht so gemacht. Mit Absicht? Ja. Ich weiß es nicht. Okay, das ist alles. Mehr ist nicht. Das sieht nur so cool aus, oder wie? Ja, was hast du denn gedacht? Das müsste eine echte Schallplatte sein, die man dann so abspielen könnte. Nee, das lasse ich da so drin, das bleibt da drin, das ist gut so. Ja, wenn ich jetzt aber ein cooler Zuschauer bin, was ist denn Better Call Saul? Das kannst ja du erzählen. Nein, habe ich nie gesehen. Ja, dann ist schon vorbei. Also doch. Better Call Saul ist ein Spin-Off zu Breaking Bad mit Saul Goodman. Wie war das bitte da drin? Hä? Okay. Mit Saul Goodman, dem Anwalt, den Walter White hatte. Dort existiert aber noch kein Walter White, also er existiert. Also wie Saul Goodman wurde, der heißt ja nicht so wirklich. Wie heißt der in der Serie? Ich weiß gar nicht mehr. Aber da steht nichts. Bestimmt Johnny oder so. Johnny Weißbrot? Ja. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sowas. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Paul. Ja, wahrscheinlich Paul. Okay, also diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ist eine gute Serie. Auch schon fast Breaking Bad Niveau. Ja, vor allem gegen Ende. Weil dann wird er zu Saul. Guter Mann. Ja. Ja, in der letzten Folge. Also in der letzten Folge. Wird er dann zu. Spoiler, aber ist egal. Ja, dann waren wir wir waren heute wieder im Elektrofachgeschäft. Im Elektrofachgeschäft. Weil wir gestern was. Ich weiß nicht, hast du es im Morning Talk erwähnt? Ich glaube nicht. Ich habe nur gesagt, dass wir nochmal fahren. Genau, wir haben auf jeden Fall was gesehen gehabt und das haben wir dann zurücklegen lassen, weil wir nicht so viel Geld dabei hatten, weil wir, meiner Meinung nach, gab es sie nur als Bundle mit der Konsole dazu. Ja. Und die hatten auch nur noch 2 da liegen und jetzt habe ich sie, auf Amazon haben wir auch geguckt, da gibt es die nur noch für ab 100 Euro. 100 Euro, ja. Und wir haben die nachher ein bisschen günstiger bekommen, haben die zurücklegen lassen, waren jetzt heute extra nochmal da. Und worum es geht, können wir ja kurz zeigen. Ui, hier ganz nah einmal. Darth Vader Edition. Ja, also wie gesagt, das waren die letzten 2, die sie da hatten. Haben wir auch gesprochen. Der eine Verkäufer war ein bisschen verwirrt, als wir gesagt haben, wir haben sie zurücklegen lassen. Ich zeig's mal hier nochmal. Und, ja, der hat ein bisschen komisch geguckt erstmal. Wahrscheinlich ist es ungewohnt, dass man da was weglegt. Ja, aber aus gutem Grund, weil, wie gesagt. Ja, da gab's nur 2 Stück. Das Lustige ist, du hast sie ja gesehen. Dann hast du schon bereut, dass du sie gesehen hast. Ich finde es dumm, wenn wir irgendwas angucken, was wir eigentlich nicht angucken wollen, weil wir standen an der PS3, warum auch immer. Und dann haben wir weil ich gefragt habe, ob die. Ja, dann haben wir diese Star Wars-Figuren gesehen, wo du gesagt hast, ey, guck mal, da ist Kylo Ren-Figur. Wo nur Kylo Ren drauf ist, Kylo aber da vorher drauf drin ist. Ja, dann wenn man sich da oben. Ja, scheiße, 2 Controller. Und dann hast du gleich gesagt, ah, ich will den. Und ja, ich eigentlich auch. Und dann, ja, dachte ich mir, scheiße. Warum?
habe ich das gesehen. Und dann kam das eine zum anderen. Ja. Dann das da wollte ich mir gestern schon holen, aber da habe ich gestern schon kein Geld dabei gehabt. Ja, ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich mir holen möchte, aber ich habe jetzt erstmal langsam gemacht, weil ich habe auch noch gleich Weihnachtseinkauf mitgemacht. The Walking Dead muss ich mir auch noch holen. Vier The Walking Dead. Oder meinst du The Walking Dead? Beides. 5. Beides. Dann kommt noch Game of Thrones nächstes Jahr raus. Und Doctor Who. Ganz kurz noch, den habe ich mir noch geholt. Das ist einfach ein, der war im Angebot. Den habe ich nur für meine Mutter geholt, damit sie endlich mal die guten Serien wieder gucken kann, weil unser Blu-ray-Player bei meinen Eltern ist, naja, der läuft 20 Minuten, dann hängt er sich automatisch auf. Und da steht, der braucht ein Firmware-Update, dann haben wir das runtergeladen, dann installiert er das nicht und so weiter, darum scheiß drauf. Habe ich schon mal ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter. Was, wenn sie es jetzt guckt? Macht sie nicht. Wenn nicht, frohe Weihnachten. Ich gebe ja das auch jetzt, die will ja jetzt schon gucken. Achso, das kriegt sie jetzt schon. Jeden Tag. Ah, ich dachte so, war das bis Weihnachten. Jeden Tag, Timo, der geht nicht. Ich habe gesagt, ja. Ich weiß. Ja, gut. Ja. Okay. Sonst noch was gekauft? Nee, gell? Nö. Heute noch. Die Mangas und Comics habe ich gestern und vorgestern schon gezeigt. Möchtest du schon anteasen, was wir noch vorhaben zu machen? Ja, wir wollen Trailer gucken. Nee, nicht das, sondern an spontan gebabbel. Spontan. So, ja. Erzähl. Ich hör zu. Das Jahr neigt sich ja dem Ende zu und wir wollen... Was denn? Nix. Nee, red. Wir wollen einen Jahresrückblick an Top... Ich weiß nicht, Top 10 oder einfach nur so über Filme reden. Also Filme 2015 oder Top 10 der Filme. Weiß ich nicht. Ja, wenn wir es hinkriegen, machen wir eine Top 10. Ja. Auch mit noch mehr Leuten. Ich meine, wir können ja beides machen. Wir können über Filme reden und dabei die Top 10. Dann wird es aber lang. Ja und? Wir machen doch eh meistens so eine Stunde. Das wird dann noch länger. Wenn drei Leute, die jetzt, wo ich denke, dass die da sind und dann noch, wenn noch ein Vierter kommt. Machen wir das dann im Studio oder wo machen wir das? Weißt du, wenn du halt dein Studio aufschließen möchtest dafür. Ausnahmsweise dann halt. Muss mal gucken, wann dieses Wochenende geht nicht. Also, nee, ich würde es, glaube ich, nach Star Wars machen, weil ich will dir... Kommt er dazu, ich bin mir nicht so sicher. Ja, genau deswegen will ich es ja machen, weil vielleicht ist der Film wirklich das Beste, was ich in den letzten 10 Jahren geguckt habe. Das bezweifle ich auch. Ja, bezweifle ich auch, aber vielleicht schafft das in die Liste. Weil Kartoffelsalat ist ja jetzt rausgekommen. Kartoffelsalat ist rausgekommen, ja. Das jetzt... Machen wir auch eine, wer den Film nicht kennt, schaut ihn nicht. Machen wir auch eine Liste, die schlechtesten Filme, die ich gesehen habe. Können wir auch machen, wenn wir Zeit haben, wie gesagt. Bloß ist halt dann kein Spontangebabbel, sondern dann versuchen wir es mal bisschen strukturiert zu machen. Ja, ja. Jeder, der kommt, macht, muss sich seine Top 10 machen. Und du halt als Gastgeber musst dann halt den Weg bereiten. Ja, und dasselbe wollen wir ja noch mal über Games machen. Genau, auch noch. Aber das wird schwieriger. Das wird schwieriger. Das sind... Ich kenne deinen Top, wie schon. Ja. Ja. Auf dem zweiten Platz weiß ich noch, was kommt. Kein Battlefront. Da muss man eh noch diskutieren, ob DLCs auch zählen, weil dann habe ich eins. Ach so. Ja, weil, ja. Ja. Na gut. Ja gut, es war ja eher ein Add-on als ein DLC, aber gut, Add-on DLC sind ja heutzutage selber. Der Chat irritiert mich. Das war das so Isaac-Dinger, das schreiben ist auch neu. Was Voice of an Angel. Ja, nee, das sind die... Von ihr oder was? Nee, das sind, das kennst du gar nicht hier, warte. Das heißt, wie heißt denn das hier? Better... TTV, das ist so ein Plugin, kannst du runterladen. Das ist umsonst. Dann ist der Twitch ein bisschen cooler und du hast hier die ganzen neuen Sachen. Und kannst deinen eigenen reinmachen. Ja, du bist ja bei Rocket Beans, hast ja abonniert. Muss ich auch noch machen. Das auch. Weil einfach nur um den da zu stemmen. Ich mach jetzt einfach mal hier, einmal den hier rein. Einfach mal so. Sehr schön. Gut. Okay. So, gucken wir Trailer? Ja. Wie viele Trailer gucken wir jetzt? Mindestens 2, habe ich gesehen. 2. Okay, ich versuche mal, ob das funktioniert, so wie ich das will. Wir verschwinden jetzt hoffentlich. Ach, guck mal, es funktioniert. So, wir sind mal auf einer anderen Seite. Ihr seht es ja schon da oben, IMDb. Fangen wir an? Yes. Ich sitze ja schon hier. Ach so, ja, der Mauszeiger ist ja gar nicht da. Ihr seht es ja hier, guck hier, sagt es. Ich mute mich. Haben wir auch Ton? Ja, haben wir. Okay. Und los geht's. People see the horseman as noble Robin Hood. But I believe their first act was just the setup for an even bigger reveal. It's great to be back. So nice to see you all again. If you think you've seen it all, take another look. Happy to be working with you.
Tada! So, leider nicht in HD, warum auch immer, keine Ahnung, aber es macht ja jetzt nichts. Nur, das können wir selbst ja noch angucken. Nicht starten, okay, genau. Den wollen wir auch gucken, oder nee? Ja, Film von mir aus, ist doch egal, wir haben Zeit. Also, No You See Me Teil 2, der erste Teil hat mir richtig gefallen, also... Auch kann das Harry Potter darf endlich zaubern. Ist das zweite Teil, ja? Ja. Darf endlich zaubern, dürfte er das vorher nicht? Ja, weiß ich ja nicht, aber jetzt ist ja richtige Magie, weißt du. Echt. Ey, finde ich cool, dass Daniel Radcliffe mitspielt. Ja, ich auch. Ist eigentlich ein guter Schauspieler. Macht schon, bis auf Harry Potter jetzt... Ich habe nur Harry Potter und... Horn Schwarz. Genau. Der war, ich noch nicht gesehen, der war gut. Das könnte man... Ne, gut, ich auch nicht. Der eine ist schon draußen. Horns oder wie Horns. Der ist Horns. Gibt es den jetzt schon bei uns? In Amerika gibt es den ja, glaube ich, schon seit einem Jahr oder so. Er ist bei uns immer noch nicht draußen. Ja, ich weiß nicht, auch ein paar Filme, die, wo ich dachte, die kommen bei uns ins Kino, die gibt es schon auf Blu-ray, also von daher. Kung Fu Killer zum Beispiel, auch mit dem Miepmann-Schauspieler. Dem, wo wir übrigens auch noch... Ach, den Trailer. Echt? Ja. Stimmt, den haben wir doch mal geguckt hier. Genau, und den gibt's schon. Den gibt's echt? Auch auf Netflix. Also jetzt wirklich auf Netflix. Echt? Also, ne, weiß, was ich meine. Da muss ich den gucken, ich wusste es gar nicht. Ja, deshalb, ja. Ich habe ihn schon geguckt, der ist geil. Ja, den muss ich auch noch gucken. Okay. Gut, dann... Gucken wir den? Der 8 voll 8. Ich glaube, den habe ich selber noch gar nicht geguckt. Ja. Erinnert ein Freund von mir, also uns, besser ein Kumpel von uns, sehr an Django Unchained. Bis ich ihm dann erklärt habe, dass es halt auch von Quentin ist. Okay, los geht's. What make a man brave a blizzard, kill in cold blood? I'm sure I don't know. You'd be surprised what a man would do. You're starting to see pictures, ain't you? Got room for one more? I ain't too anxious to be handing out rice. Real trusting fella, huh? Not so much. Ain't no way I'm spending a couple of nights under a roof with somebody I don't know who they are. So who are you? Okay, everybody, hear this. I'm taking this woman to hang. Reward's $10,000. That money's mine, boys. Oh, that's interesting. Yeah. Hold on! You think I'll make a hoose with that fella or her? That's my problem, boy. I don't know. One of them fellas will kill everybody in here. Now we're talking! Let's slow it down. Let's slow it way down. When you get to hell, tell them Daisy sent you. Come on. You gonna die now? No one said this job's supposed to be easy. Nobody said it's supposed to be that hard, neither. Millimeter, das hat man noch gehört. Was ist damit? Ja. Okay, was als auch nächstes? Mit einem Freund von mir zu tun. So smart. Nein! So. Das gucken wir nicht, oder? Was ist das überhaupt? Was ist das hier? Nein. Wir gehen auf YouTube und gucken uns noch einen Trailer an. Ja, in HD jetzt bitte. Ja. Ja, was sagst du zu dem Film? Ja. Aber ich freue mich ja drauf, aber die Deutsche, ich habe letztens, am Dienstag war ich in der Sneak. Achso, das lief der, ja. Lief der deutsche Trailer. Und, naja, ist halt ja, Synchro, deutsch. Die deutsche Synchro, das ist halt nichts. Ja, gut. Jetzt hast du auch einen, ja, ich weiß, ich weiß. Nice. Gut gemacht. Professional nice. YouTuber. Wetten, Ladies es geht das? Und, wetten. Ach, guck mal, es geht. Dann. Ja, hab Moment. Thank you.
So, guten Tag, da bin ich wieder. Was Making of Action? Kennst du auch noch? Müssen wir noch angucken, ne? Ja, ich auch. So, Ip Man 3, das ist dann der letzte Trailer für heute. Ich wollte eigentlich noch Zoolander gucken, aber ist egal. Oh, sorry. Ja, stimmt. Ist egal. Ja, weil Hateful Eight sich reingeschmuggelt hat. Ja, dann hätte es gepasst. Ist egal. Ip Man wird geil. Waren alle Teile geil. Ich muss noch den letzten gucken, wo er alt ist. Ja. Den habe ich schon halt gesehen. Aber es ist halt nicht mit Donnie Yen, sondern mit... was weiß ich. Ja. Ist er gut? Ja, die Donnie Yen sind halt besser, aber... Okay. Schlecht ist er nicht, ja. Okay. Also, ja, freue ich mich drauf. Der sieht aus wie der Joker hier mit seinen Haaren. Sieht aus, oder? Wer denn? Ja. Ach so, den grünen Haaren. Vielleicht ist das ja ein bisschen. Ein bisschen hier Bane Edition Joker. Ja. Ja. Okay, das war's. Gut. Hast du sonst noch irgendwas? Nö. Gut, hier dann. Ich essen, weil ich hab Hunger. Ich muss auch arbeiten und dann. Ich hab auch Hunger, ich esse jetzt auch was. Und ich hol irgendwelche Möbel ab, die haben angerufen. Ich weiß gar nicht, irgendwas hier bei meinem PC. Musst du dann um die Bildschirme rumbauen oder was? Die Regale? Nee, ich muss sie dann von der Wand mal wegmachen, dann kann ich sie direkt aufs Regal stellen. Wenn du zu viel YouTube-Money, könntest du mir auch ein paar abgeben, eigentlich. Nö. Kauf dir selber welche. Bist du auch auf YouTube? Ja, mit deinen Videos. Mit deinem Account. Ja, super. Mit PS4, Share, 10-Sekunden-Videos. 10-Sekunden-Videos. Ja. Wirklich, sind 10 Sekunden? Weiß ich nicht. Muss ich jetzt bestimmt mal gucken. Will ich jetzt mal sehen. Okay. Fünf Minuten 56. Ja, das ist der letzte Fight. Hier, 5 Sekunden. Ja. Hey, wenigstens 18 Abonnenten. Yeah. Passt doch. Okay, gut. Dafür, dass ich so aktiv bin, gell? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.